So. Ja. Willkommen zurück bei die Mindklon Let's Play from the Server. So. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich schmeiße mal diese drei Bäume hier ab, damit ich mal ein Boot bauen kann. Mir fällt mich gerade auf, ohne Boot das Meer zu überqueren, ist eine relativ langwierige Idee, die nicht frisch getragen wird. Außerdem kann man Holz immer gebrauchen, ne? Ich meine, wir brauchen ja irgendwann Werkzeuge und da ist ja sowieso ohne Holz eher blöd, ne? Ah, reicht nicht ganz. Oh doch, komm, wir kommen gerade dran. Yay! Dankeschön. Aber bei dem Baum wird es schon schwieriger. Dann gehe ich mal langsam hier hoch. So. Und baue mal so hier ab. Das macht Sinn. Das ist nice. Das gefällt mir. So, jetzt kommst du runter. Kommst du runter. Kommst du runter. Und runter. Yay. Bam. Gut. Den Baum können wir eigentlich hier stehen lassen. Ach was, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, hier Holz zu hacken. Hallo. Wie wär's denn mit drauf gehen? Was ist los? Klingt ja wie meine Tochter hier. Hab zwar noch keine, aber wenn ich eine hätte, würde sie genauso klingen. Einfach nur Das gibt's ja gar nicht. Ja. Zu meiner Zeit konnte man noch mehr Buchstaben. Oh, wir haben Samen. Das ist aber nett. Gibt's hier noch mehr? Nein. Aber dass diese Dinger hier, die Spawn ist auch neu. Das war früher noch nicht. Da muss man die Dinger immer manuell entfernen, weil ansonsten halt, so wie hier, sah irgendwann so eine gesamte Waldlandschaft einfach aus, weil überall diese Ranken, die sind halt nicht despawned. Aber jetzt mittlerweile sind despawned die auch. Was natürlich nice ist. Was schreibt die da? Kannst du nur das T vom Alphabet? Fragezeichen. Ich glaube, ich habe Alphabet schon wieder falsch geschrieben. Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Okay. Von da kommen wir. Nein, von wo kommen wir denn jetzt überhaupt, Alter? Jetzt lässt sich schon wieder das Game. Verstehe ich nicht. Von wo? Doch, genau, wir kamen von da. Wir müssen also jetzt in. Wie ist das für eine Sichtweite so? Das sieht so extrem klein aus. Genau, wir kamen von da. Wir müssen also in die Richtung. Okay. Gut. Workbench und dann bauen wir uns mal ein Boot. Dankeschön. 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 Bam. Jetzt scheut sie schon wieder. Kann sein, dass dabei irgendwie ein bisschen was schief gelaufen ist. Ich mache mal kurz Clear Objekt. Clear Objekt. So. Okay. Volle Fahrt voraus. Wir schwimmen. Wir stechen in die O, oder ja. Die war mit ihrem Tee. Was ist denn los mit der? Hat die Komplexe? Weißt du, also entweder schreibt sie Deutsch oder Englisch, aber nicht in der TT-Sprache. Aus der werde ich nicht mehr schlau. Oh Gott, Alter, ich werde wieder sterben. Ah, viel gut. Wir haben zwei Fackeln, die wir geklaut haben. Ne. Ne, ne, ist mir nichts. Könnt ihr vergessen, aber das ist Kohle. Egal, können wir vergessen, ich sehe da unten nichts. Ist mir zu schwierig, ist mir zu aufregsam. So, wie war das jetzt? Genau, ja, eben. Ha. Hier ist ja die Sache mit dem, dass man hier Brot ganz leicht erzeugen kann. Auch wenn ich kein Plan mehr habe, wie das geht.
Wie geht das? Wie war denn das? Oh Gott, Alter. Ich bin echt raus. Weird. Ach, drei nach Reihe. Fuck, ich brauche dafür auch die Workbench. Na gut, wir schwimmen erstmal ans nächste Ufer, wenn wir eins finden sollten. Oh man. Wisst ihr was? Komm, macht mal hier. Okay, wir schwimmen ganz schnell ans nächste Ufer und dann werde ich mal zu ihr gehen. Quasi im Admin-Mode. Mal gucken, was da bei ihr ist. Ich meine, die schreibt da irgendwelche Tees, hat die Herzinfarkt oder was? Macht mir gerade ein bisschen Angst. Wow, jetzt sind wir wieder raus. Armor Place Note MCL Core Wood. Sie baut ganz viele Tranche für mit Holz. Dann hat sie zwei Bäume platziert. Nee, die hat zwei Bäume aufgenommen. Ja, und dann ist sie verschwunden. Sie hat eine Fackel montiert. Ja, gute Frage. Gut, wo ist die gelandet? Das sieht mir aber sehr künstlich aus. Oh, ein Haus. Sehr nett, da wollen wir mal nicht hin. Scheinbar kriegt man aber auch erstmal nicht raus. Was auch immer die Dame hatte oder wer die Dame ist. Also, ich weiß nicht, Arma. Das kann auch ein Jungsname sein. Amma. Okay, da unten leuchtet was. Ah, da ist eine Mine. Mine, stopp. Danke. Jetzt ab runter. Runter. Nein, wieso geht das Licht aus? Achso, war klar, weil das Wasser die ganze Fackel wegschwemmt. Ha. Ja, die ganzen Gleise gehen das auch alle weg. Die Gleise gehen quasi schwimmen. Ja, eine Kiste. Oh, geil. Die Gleise brauchen wir jetzt nicht. Egal. Die Kiste nehmen wir mal mit, direkt. Oh. Wir haben gescheiße. Oh, fuck. War ich nicht. Hier sieht es relativ safe aus. Sagte er und starb. Was ist denn hier los? Wow, Spinnnetz. Ja, muss man aufpassen. Gut, was ich machen wollte. Ach nee, geht da ja nicht mehr. Die ist ja gar nicht mehr da. Oh, Alter, hier ist auch schon wieder. Hier kommt auch gleich Wasser rein, ne? Ja, Wasser. Boah, Alter, ist ja alles voll mit. What the fuck? Hier auch? Da auch? Digga, Leute. Gefällt mir gerade. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es gerade irgendwie. Hier ist überall genau eine Schotterschicht drüber. Das ist irgendwie ein bisschen witzig. Gefällt mir. Wo ist mein Schiff? Ja, schwimm halt hoch. Mensch, jetzt geht das ja langsam. Danke. Schiff, dann. Ach ja, wir eingesammelt. Ha! Ist schon wieder. Wir gehen mal da hinten hin, oder? Da hinten sieht es relativ gemütlich aus. Komm, wir gehen mal. Bapp. Volle Fahrt voraus. Ich hoffe mal, dass es weit genug weg von der Hauptinsel. Ich will nämlich nicht jetzt hier an der. Ja, das ist ein schönes Gebäude. Das ist ja süß. Okay. Gefällt mir. Ja, komm, wir gehen mal hier ans Land. Das ist ja. Mal gucken, ob das hier noch unbefleckte Natur ist. Na komm, abdrehen, danke. So. Ja, unberührte Natur, der Baum war schon vorher so. Die wachsen hier so, die wurden ja wohl eine Kultur gezüchtet. Ach nee. Wenn eine Kultur gezüchtet ist, dann wird sie wohl kaum unberührte Natur sein. Ha! Das ist ja quasi der Widerspruch an sich. So, haben wir mal ein paar Pilze hier gesammelt, ne? Wir müssen darauf achten, dass wir von beiden ungefähr gleich viel haben. Weil die bringen ja nur zusammen etwas, ne? Und nicht alleine. Ich würde gerne die ganze Kohle abbauen. Aber guck mal,
Wobei, es sieht gar nicht so tief aus. Kann durchaus. Obwohl, doch, da geht's. Da muss ich kommen lassen. Doch, da unten ist Feier. Es könnte sich also tatsächlich lohnen. Komm, wir haben 10 Fackeln. Da haben wir Eisen. Na komm. Ja, sag ich doch. Siehst du, ist doch ganz überschaubar hier. Gut. Erstmal bauen wir ein bisschen Kohle ab. Ach ja, wir brauchen noch Gestein. Fällt mir gerade auf. Wir haben. Gut, 13 Gestein haben wir. Also für einen Ofen sollte es reichen. Ach, da kommen wir mal hier ein bisschen. Jawoll. Ah, geil, recht. Genau für eine Steinhacke. Für eine, sag schon. Für eine Eisenhacke. Bauen wir mal noch ein bisschen Gestein ab, damit wir hier immer ein bisschen was haben, wenn wir Werkzeuge bauen wollen. Hier war doch noch Kohle. Ich hatte gerade Kohle gesehen. Ich verarschen. Na gut, gehen wir mal hier. Und noch ein bisschen Kohle. 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 Komm her. So, dann. Oh, Alter. Ah. Verlassen wir mal das Land. Die Fackel. Aua. Oh, Alter. Die Fackel nehmen wir mal mit hier. Die Fackel nehmen wir auch mal mit. Jawohl, 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 jawohl. Dankeschön. Oh, hier ist noch schön viel Kohle. Das gefällt mir. Aber der ist ja wirklich Kohle. God damn it. Ja, ich würde mal sagen, Kohleproblem haben wir damit jetzt erstmal fürs zum Starten erstmal gar nicht. Da haben wir sogar relativ viel, also richtig viel, meine ich jetzt so. Wir haben jetzt bestimmt schon über 30 Kohle, oder? Ding! Ach ja, stimmt, wir haben was aus der einen Kiste da. Ha! Ich wollte gerade sagen, das ist ja doch ein bisschen mehr, als wir gesammelt haben können. Da ist ein Pferd, sehr schön, hier sind noch Pilze, sehr schön. Ja, Pferd könnte ich jetzt schlachten, aber ganz ehrlich, für das bisschen Leder, was wir von einem Pferd bekommen, maximal, lohnt sich das nicht wirklich. Dann rennen wir die erste Zeit mit 2 Leder rum, das bringt ja auch nichts. Ja, da oben sind noch Pilze, sind überall Pilze, sehr schön, sehr schön. Geil, das gefällt mir tatsächlich, weil da können wir unsere erste Pilzsuppe bald machen. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wie lange die Aufnahme geht. Ah, jetzt mache ich noch. So, da hinten ist. Da hinten geht es noch ein bisschen weiter. Da scheint Berge zu sein. So was ist am geilsten. Einfach direkt beide Pilzsorten direkt nebeneinander. Da kannst du nicht viel falsch machen. Oh, hier hinten wieder. Nice. Gefällt mir. Also Dschungelbiom ist echt geil. Du kannst da echt gut überleben. Apropos überleben. Fällt gerade auf. Wir haben gar kein Bett. Allerdings fällt mir auch gerade auf. Bringt er hier gar nichts, weil bei meinen Servern steht ja die Zeit sowieso still. Das Einzige, wo es gefährlich wird, ist in Höhlen. Von daher bringt uns ein Bett primär erstmal gar nichts. Bringt uns nur was, um unseren Alascho hier um Safe Point zu setzen. So, wie sieht jetzt die Balance aus? 11-11. Ha, perfekt. Ja! Yeah. Gut. Ich gehe mal nach hinten. Da sieht geil aus. Von da oben. Oh, Alter. Ja. Nicey dicey. Oh! Oh, so Riesenbäume. Alter. Ein Huhn. Okay. Wir werden mal in die Richtung einfach mal schlendern. Da sind ja alles mit Riesenbäumen. Ja, da unten sieht man, da guckt ein bisschen der Baum raus. Ist, naja, nicht so schön, aber es geht. Ist das da ein Gebäude? Ach so, das kann schon. Jetzt sah das so aus wie so ein Dach von Wesentlich, irgend so ein Gebäude. Ich dachte schon, die haben jetzt hier mittlerweile ein paar neue Strukturen reingesetzt. So, weiß nicht, sieht gerade halt aus wie eine Kirche. Wow, das ist aber. Oh, Alter. Oh, Weihnachten, Silvester und Neujahr an einem Tag. Perfekt. Besser kann es nicht laufen. So, ich muss aber. Oh, ach du Scheiße. Oh! Definitiv keine unberührte Natur mehr. Ich glaube, der Traum ist jetzt gerade gestorben. Aber wieder wurde hier nichts abgebaut. Warum bauen die nicht mal was ab? Wenn die schon hier drinne sind, hallo? Ja, wow, sogar Eisen hat derjenige, der hier drinne war, hier gelassen.
Matto. Hi, Matto. Selbst das Eisen haben sie drinnen gelassen. Klopft das nicht. Gut, hier gehe ich nicht weiter runter. Nein! Gut. Aber ich werde auf jeden Fall hier die Kohle abbauen und das Eisen vor allen Dingen. Wie kann man denn Eisen hier lassen? Oh, Timeout. Wo war das jetzt? Da. Dankeschön. Dankeschön. Jo, also Eisen, ne? Eisen geht langsam. Da haben wir echt mittlerweile ein bisschen was gesammelt. Nice, gefällt mir. Na komm her. Du, warum guckst du jetzt mal? Du auch hier. Danke. Scheiß Büso. Oh, hier mal ein bisschen Kohle abbauen hier. Kohle kann man ja nie genug haben hier. Ja. So, dann gehen wir mal wieder hier Friedefeuer, guck nach oben. So, hier gehen wir rauf, dann gehen wir da. Fuck you. Gehen wir da rauf. Fuck you. Fuck you. So, dann gehen wir mal hier rauf und jetzt haben wir hier ganz Friedefeuer, gucken wieder runter. Bam, bam, bam. So, aus der Höhle haben wir es rausgeschafft. Da müssen wir weiter. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. In dem Sinne, schau mit V.